Guten Morgen. Wegen ist Tag 12, wenn ich nicht irre. Ich scrolle hier ebenso durch die Instagram-Nachrichten und lese einen Post von der Tagesschau.de, die sagt, oh, Klick. Blablabla, die sagt, hunderte Urlauber aus Deutschland sollen am Ballermann Mallorca-Partys gefeiert haben, ohne sich um die derzeit in Spanien geltenden Corona-Regeln zu scheren. Dichtes Gedränge, trinken, tanzen, trotz Mindestabstand von 1,5 Metern. Viele der angetrunkenen Gäste hätten mit fremden Urlauberinnen und Urlaubern geflirtet. So viel politische Korrektheit muss sein. In größeren Gruppen getanzt und Straßenhändler umarmt. Und jetzt kommt das, was mich eigentlich wieder schockiert. Also klar, es ist dämlich, irgendwie, weiß ich nicht, dicht an dicht gedrängt. Es gibt hier auch ein Foto zu feiern, mitten in einer Pandemie. Aber was ich wirklich schlimm finde, wieder der Punkt Menschen. Furchtbar. Die wenigen Menschen, die Maske trugen, seien zum Teil ausgelacht worden, berichteten Medien. Unmöglich. Unmöglich, ja. Ich weiß nicht, also wenn ich sowas, dann ich... Ja, okay. Es kam auch eine sehr coole Nachricht rein. Oh, entschuldigt, dass ich noch so fertig aussehe. Ich bin gerade aus dem Bett gekrochen. Da drüben bei mir waren es 11 Grad. Und ich friere mir hier einen ab, aber ich werde so langsam wacher. Was ich leider, also eine coole Nachricht eben kam von Jackie Fellgut, die ziemlich coole Sachen auf Twitch plant. Und Gott, hätte ich da Bock zu. Also da geht es darum, gemeinsam zu schreiben. Und ja, dabei die ganze Zeit live zu streamen. Also so eine Art Dauerstream mit Erfolgsgarantie für die Wortanzahl sozusagen. Auch hätte ich da Bock zu, aber das geht ja nicht. Ich bin ja hier, hier kann ich das nicht machen. Und ich bin zwar ja auch zwischendurch mal kurz im Büro, aber selbst wenn der Termin übereinstimmen würde, was er leider auch nicht tut, habe ich da einfach nicht die Zeit dafür. Also da muss ich mich um die Videos, um die Kunden kümmern. Ach, schade, da hätte ich richtig Bock drauf gehabt. So, ich bereite mich mal auf meinen Besuch vor. Ich weiß nicht, wie oft wir uns heute noch sehen oder ob wir uns heute sehen während dieser ganzen Familien-Action hier. Das heißt Familien-Action, Oma und Mama. Aber wir machen am Grundstück rum. Und ich glaube, da komme ich nicht so sehr zum Filmen, weil das die Kamera total einsauen würde. Und wir auch irgendwie, ja, die Zeit gut nutzen müssen heute. Es ist aber erst 8. Das heißt, ich versuche mich jetzt so schnell es geht anzutüdeln. Und dann vielleicht noch eine Runde zu schreiben oder wenigstens zu überarbeiten. Das erste Mal, seit ich hier bin, dass das Sonnensegel hängt. Ja, wird ein super Regenfang. Nein, Quatsch, das wird bestimmt ein schöner sonniger Tag heute. Das ist immer so, wenn ich nicht alleine bin. Also sobald hier jemand kommt, sieht es hier aus, als wäre es immer wunderschön, alles super. Und sobald die alle wieder gehen, zack, Regen. Zu lange still gesessen, super kalt. Aber, oh, wo ist Anne? Wo bist du denn jetzt? Dicke Wolke, Mist. Aber, oh, ich muss noch ein bisschen rumlaufen. Ein bisschen laufen. Ich habe es geschafft. Ich habe weitere 2000 Wörter geschrieben, ein ganzes Kapitel. Es geht sowas von voran. Wir sind bei fast 22.500 Worten und. Heute werde ich vermutlich auch nicht mehr schreiben. Morgen kommt auch wieder Mama. Das heißt, da auch wenn, dann nur bevor sie kommt, wenn die Zeit reicht. Aber es hat ja heute auch ganz gut geklappt. Scheiße, ist mir gerade kalt. Ich muss mich mal irgendwie ein bisschen aufwärmen. Okay. Okay, wie albern. Ich bin froh, ich bin stolz und es läuft. Es macht einfach Spaß. Aber es gibt noch so viel, was ich bedenken muss. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Egal. Erstmal weitermachen und später Feintuning. So, es ist mittlerweile
Nachmittag. Keine Ahnung, wie spät. Ich schau mal. Ah ja, 5. Ich musste noch mal duschen, die Haare waschen, habe ich sowieso auch noch gleich erledigt, weil ich mich so eingesaut habe, dass ich ja so niemals ins Bett gegangen wäre. Widerlich. Vollgartenwork hier pur. Und es gibt jetzt ein Stück Kuchen und ich bin, wie ihr seht, im Trägertop. Es ist herrlichster Sonnenschein. Ich genieße es. Ich genieße es so sehr. Und morgen werden wir ja auch hier weiter werkeln. Ich denke mal, ich werde vielleicht auch Rasen mähen. Also wir sind sehr fleißig jetzt. So, hallo. Ich bin wieder alleine und ich mache mir jetzt das schnellste Essen der Welt. Es ist nämlich inzwischen schon relativ spät. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass ich hier meinen kleinen Gemüsegarten da hinten liebe. Es ist Petersilie, Salat und Basilikum. Alles zur Hand. Und das Licht ist da perfekt, also es vertrocknet weder, noch geht es irgendwie ein. Es hält sich ewig da an der Stelle, schön kühl und trocken. Ja, und Pesto ist einfach so das super Schnellessen bei mir, auch zu Hause. Klopp mir da ein paar Spaghetti in den Topf, beziehungsweise hier ja in die Pfanne. Dann schneide ich mir immer ein paar Nüsse oder Pinienkerne oder irgendwas, ein bisschen klein, ein paar Tomaten. Jetzt habe ich hier Basilikum zu Hause, nehme ich auch sehr gern Rucola. Und Oliven habe ich jetzt leider nicht. Und dann eben Pesto, was man gerade da hat. Und dann, ja, kippe ich das hier alles in den Teller und packe einfach die heißen Nudeln drauf, drühe das dreimal um und los geht's. Insgesamt also so ein Aufwand von null. Und nur einen Teller und einen Topf dreckig, sehr gut. Ja, so sieht das aus. Ich bin ganz schön geschlaucht. Wir haben heute ordentlich geackert. Ich bin so stolz auf uns. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt gleich nach dem Essen doch noch vielleicht ein klein bisschen zum Arbeiten komme, weil ich würde gerne die 2 Kapitel, die ich jetzt geschrieben hatte, überarbeiten und nach Möglichkeit auch die Anmerkung, die mein Freund zu den letzten 4 Kapiteln gemacht hat, einarbeiten. Das ist gar nicht viel, aber wenn sich das dann irgendwann summiert, schiebt man das so vor sich her und vor allem vergisst man dann vieles auch wieder. Also das wäre toll, wenn ich das heute noch schaffe, so dass ich morgen früh dann mich entscheiden kann, ob ich A, die 2 letzten geschriebenen Kapitel für meinen Freund einspreche, damit er wieder was zu tun hat, oder B, noch ein Kapitel schreibe, bevor die Ladies hier wieder auflaufen. Morgen wird meine Mama vorne am Schuppen die Dielen da erneuern. Ich werde hier hinten den Pfahl in die Erde bringen für den Wasserhahn, für den neuen. Und mähen würde ich auch gerne. Also wieder viel zu tun hier im Hause Newman. Ich muss mich mit meinem Handy beleuchten, damit ihr mich sehen könnt. Ich wollte nur noch mal gute Nacht sagen und mal kurz sagen, dass das so krass ist. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich sitze hier jetzt so, es ist 20 vor 11. Und hört mal. Nichts, gar nichts. Das ist, fällt mir jetzt erst auf. Also weil, seit ich angekommen bin, Jeden Abend war entweder extremst Wind und ja die Blätter und Bäume und alles noch nass und es toppelte und töppelte und fluppelte immer überall rum. Oder es regnete. Es gab nicht einen Abend, wo hier einfach überhaupt kein Geräusch war. Gar nichts. Ich begrüße das. Es ist allerdings ein bisschen gruselig, wenn man dann später im Bett liegt, weil wenn sowieso Regen- und Windgeräusche sind, dann fällt einem nicht so, also denkt man sich so, ja gut, das ist die Natur, es sind halt Geräusche. Wenn es aber super windstill und ganz ruhig ist und kein Regen fällt und nichts ist, es einfach nur still ist, es regt sich draußen kein Blatt, nichts, dann fällt jedes einzelne Geräusch super ins Gewicht und man denkt immer, wow, der Slenderman, und ist total angespannt, wenn es mal einmal irgendwo knackt. Aber es ist irgendwie cool, ich bin gerade voll fasziniert. Nichts, kein Geräusch, es ist so krass. Okay. Jetzt ins Bett. Ich muss auch unbedingt morgen, glaube ich, mal wieder sagen, welcher Wildnistag ist. Oder habe ich das heute gesagt? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, morgen ist 13, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Voll die Unglückszahl. Nein, nein, nein. Auf Holz klopfen. Guten Morgen. So, Wildnistag 13. Der damit begonnen hat, dass ich feststellen musste, dass mein Spülkasten von der Toilette kein Wasser mehr zieht. Genau das, was man morgens als erstes machen möchte, den Spülkasten öffnen. Ja, ich hoffe und vermute, dass der Schwimmer irgendwie verklemmt ist. In diesem Spülkasten ist so ein Styropor-Einsatz, der auch die Literzahl und so anzeigt, die Markierung.
Und der ist schon ziemlich verbogen, wahrscheinlich wegen der Temperaturunterschiede hier so über das Jahr. Kann sein, dass es das schon ist. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Das war ja nicht besonders schlau. Wenn es das ist, sollte man das ja irgendwie hoffentlich wieder ein bisschen hinbiegen können oder irgendwie was befestigen können, damit der Schwimmer wieder funktioniert. Dass das nicht ist, bin ich genervt. Jetzt keine Lust erstmal, bis das Problem gelöst ist, da jedes Mal per Hand Wasser reinzukippen. Außerdem ist das ja auch nicht gut. Sag mal, was ist denn das hier für ein Chaos? Ansonsten ist heute der letzte trockene Tag vor Ende des Wildnisintervalls. Ich habe noch ein paar Stunden, bis Großmutter und Mutter Newman kommen. Und die werde ich versuchen zu nutzen. Ich habe gestern Abend tatsächlich nichts mehr geschrieben oder irgendwas gemacht. Ich war ganz schön K.O. von unserem Arbeitstag. Ja, so werde ich versuchen, wenn ich gleich meine ganze Duschgeschichte und alles hinter mich gebracht habe, da noch etwas zu Papier bzw. ins Programm zu bringen. Die Kundenanfragen oder was heißt Anfragen, also die ja, kleineren Wehwehchen oder irgendwelche Zwischensachen, die man jetzt gar nicht, ne, die nicht geplant waren, sondern die so zwischendurch mal reinkommen, häufen sich inzwischen auch schon. Das heißt, irgendwann kommt auch ein Punkt, wo ich es hier kaum noch aushalte, ohne zu denken, oh Gott, wenn ich jetzt nicht mal kurz zu Hause an den Rechner, an die Kundendaten komme, werde ich hier nervös. Und das muss man immer schnell im Keim ersticken, bevor es dann zu schlimm wird. Dieses Bett machen ist echt das erste sportliche Ding am Morgen. Okay, Workout beendet. Da fährt man in die Wildnis, um Ruhe haben, zum Schreiben zu haben. Macht er da mit seinem komischen Benziner rum? Ich bin gerade beim Überarbeiten und das ist echt lästig. Geht aber noch. Schwierig wird es nur, wenn ich es dann für meinen Freund einsprechen will, denn dann ist die Geräuschkulisse wirklich ungünstig. Okay, zwei Kapitel überarbeitet, zwei Kapitel eingesprochen, an meinen Freund geschickt. Jetzt werde ich mir das Gesicht ein bisschen anmalen und mich für meine Mama und Großmama hübsch machen. Und dann werde ich mir ein Sonnenplätzchen suchen. Ich sitze hier natürlich hier sehr ungünstig, auch in einer Schattensituation. Aber ich habe keinen Bock, jetzt hier alles auf die Wiese zu schleppen, nur um da mal eben zu schreiben. Apropos Schreiben, also wenn ich mich dann gleich angepinselt habe und noch ein bisschen Zeit ist, gucke ich mal, ob ich dann noch ein paar Worte geschrieben kriege. Aber es ist schon sehr knapp. Ich weiß nicht, ob das klappt. Nee, ich glaube, ich mähe mal eben den Rasen. Das geht jetzt einfacher und schneller als dann später, wenn hier viele rumlaufen. Viele. ja, das mache ich schnell. Nichts macht wärmer als Rasenmähen. So, dann ein Kartoffelsalat mit Würstchen später. Ist Sommer. Ich helfe Mama gerade dabei, hinten die Dielen aus dem völlig verbogenen Boden vor dem Schuppen zu holen. Jetzt, ach so, den habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Jetzt säge ich ein Bäumchen ab, was sich, okay, die Kamera hat gerade von alleine angehalten und gesagt, die Schreibgeschwindigkeit der Karte ist zu gering. So, keine bewegten Aufnahmen mehr für uns mit dieser SD-Karte. Kommt ein Auto. Ich wollte euch eigentlich den Baum zeigen, den ich jetzt absägen wollte, der unter dem Regen aufgegeben hat. Aber ich laufe nicht mehr mit euch. Ich mache euch so lange aus. Das schicke Ding ist einfach mal umgefallen oder abgeknickt. Und ich soll das jetzt möglichst nah am Grund absägen, was ich jetzt auch tun werde. Oh, gleich hält bestimmt die Kamera wieder an. Ich mach das mal. Okay, Mission completed. Weg damit. Ja, hier habe ich schon meinen Pfahl und meine Hülse. Oh Gott, das wird lustig. Keine 2 cm gegraben, das sieht man jetzt nicht, aber da unter ist so eine dicke Wurzel, da komme ich nicht durch. Auch nicht mit dem Seitenschneider, muss ich ein Stück nach vorne. Nerv. Alle 2 Sekunden eine Wurzel. Der Tag, an dem ich aufgebe, der muss erst noch kommen. Ich bin inzwischen auf die Lehmschicht vorgedrungen. Es ist die reinste Hölle. Boah.
okay, scheiß drauf, er ist schief, aber er ist drin und ich werde ihn dann, wenn der Pfahl drin ist, in den Boden pfählen und gerade ziehen, bis die Erde nachsackt, dann ist er auch wieder gerade, scheiß drauf.